Moin moin Leute, heute bin ich hier wieder mal in der Area 39 und heute mache ich mal so eine Generalprobe hier. Ich habe hier so ein Projekt auf meinem Kanal, diese Yamaha, die hier steht, XT2KF, und zwar habe ich bei der die Nockenwelle gewechselt und heute probieren wir es aus, wie sie sich so macht und wie lange sie durchhält. Los geht's. Bisschen was los hier heute. Ganz schön rutschig hier, ganz schön rutschig, ja. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Luft drauf. Ich muss ein bisschen Luft wegmachen. Das ist ein schweres Gerät. Hier kann ich sie garantiert nicht ankicken. Von den Hügeln ist das hier heute der Endgegner. Ich kann nicht so viel Anlauf nehmen und hier kommt auch der Conti-Reifen hier, der TKC. Der kommt hier auch an seine Grenzen. Er ist zwar gut im Gelände, aber hier ist heute so viel Matsch. Und da hat er nicht mal so gute Chancen hier. Yeah.
Scheiße! Oh, ist alles hier verklebt. Ich krieg die nicht mal mehr geschoben. Und ankicken will ich die erstmal irgendwo hier auf einigermaßen harten Untergrund. Ja, ist schon ein bisschen echt problematisch hier. Junge, Junge, das ist alt. Alter Schwede. Man glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist. Weiter geht's. Benzinhahn vergessen aufzumachen. Ich wundere mich, warum ich hier absaufe. Ja. So, ach, schwierig. Lange nicht gefahren. Die Maschine läuft. Mittlerweile schon ungefähr 2 Stunden bin ich am Fahren. Aber komme halt nicht zurecht. Ist extrem glatt und irgendwie klappt heute nichts. Scheiße, nur am Rutschen. Gar kein Grip. Hier braucht man wirklich guten Anschwung, um darauf zu kommen. Das ist auch ganz schön Überschwemmung hier. Platten oder was, Alter? Nee, im Sand geht's noch. Hier geht nichts. Euch helfen!
kurze Zwischenbilanz. Ich bin jetzt ungefähr seit 2 Stunden unterwegs. Die Maschine läuft zuverlässig, läuft nicht ab. Und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Sehr, sehr matschig, also gar kein Grip praktisch, ne? Da kommt man selbst, das ist ja eigentlich auch ein Geländereifen hier, da kommt Conti TKC 80. Ist auch gut für die Straße geeignet, aber unter diesen Bedingungen ist sehr schwierig, da braucht man schon einen guten Enduro-Reifen. Letztes Mal, als ich ja mit der XT war, hat alles deutlich besser geklappt, aber es war auch trockener. Na gut, dennoch, hat Spaß gemacht, aber für heute denke ich mir, war es das. Da werde ich viel Spaß haben beim Waschen. Na gut, aber die XT lebt.